Auf TikTok oder in den Instagram Reels kann es uns immer passieren und häufig kommt es auch in WhatsApp-Nachrichten vor. Wir werden mit Bildern oder Videos konfrontiert, mit denen wir eigentlich gerade nicht umgehen können und die uns überfordern. Das ist kein ganz neues Phänomen, aber seit dem Russland-Ukraine-Krieg kommt es immer häufiger vor. In diesem Video geht es darum, wie du in solchen Situationen handeln kannst. Seit Februar diesen Jahres führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine und davon bekommen die meisten von uns nicht nur über klassische Nachrichten mit, sondern auch direkt in unseren Social-Media-Feeds auf den Smartphones. Das ist einerseits total praktisch, unter anderem auch, weil man sich toll über Hilfsmöglichkeiten informieren kann, aber kann auch Probleme bieten. Und zwar dann, wenn wir plötzlich Videos von einschlagenden Granaten, rollenden Panzern oder verletzten Menschen sehen, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen. Manche von uns sehen darin kein großes Problem und swipen vielleicht einfach weiter, aber einigen von uns gehen solche Bilder wirklich nahe. Falls es dir auch so geht, dann sei dir sicher, du bist nicht allein damit. Solche Videos können einen überfordern, egal wie alt man ist. Sie können große Angst auslösen, können einen sehr stark bedrücken oder auch dafür sorgen, dass man sich völlig machtlos fühlt. Deshalb der erste wichtige Punkt, lass deine Gefühle, Bedenken und Ängste zu. Es kann total hilfreich sein, mit jemandem darüber zu sprechen, anstatt diese Gefühle zu verdrängen oder sich auch noch darüber zu ärgern, denn dann wird das unangenehme Gefühl noch größer und du fühlst dich noch schlechter, das willst du sicher nicht. Auch für nicht rationale Ängste braucht man sich nicht schämen, sondern kann auch drüber sprechen. Such dir dafür am besten eine Vertrauensperson, die dich versteht. Das können gute Freunde sein, deine Eltern oder vielleicht jemand aus der Schulsozialarbeit. Nach einem Gespräch über das, was dich belastet und bedrückt, geht es dir vielleicht schon viel besser. Manchmal kommt es auch vor, dass man bei ganz schlimmen Videos einfach nicht wegschauen kann. Obwohl einen ein Videoclip total schockt, klickt man dann auf den Account und schaut sich noch mehr solcher Videos an. So ein Verhalten bezeichnet man als Doomscrolling. Das beschreibt, dass man sich eigentlich selbst ins Verderben scrollt oder swiped. Denn wenn man sich ganz viele solcher belastenden Videos anschaut, dann geht es einem danach garantiert nicht besser. Außerdem führt so ein Verhalten dazu, dass du immer wieder solche belastenden Inhalte angezeigt bekommst, weil sich die Algorithmen auf den Plattformen natürlich genau merken, was du dir schon angeschaut hast und dir dann wieder was Ähnliches ausspielen. Das sind schon zwei Gründe, die dafür sprechen, dass du versuchen solltest, dich möglichst selbst von Doomscrolling abzuhalten. Eine bessere Möglichkeit, wenn du informiert bleiben möchtest über Social Media, ist es, seriöse Nachrichtenquellen zu abonnieren, zum Beispiel die Tagesschau gibt es auch auf Instagram und auch auf TikTok. Und ein weiterer Tipp wäre, dass du dir täglich ein Zeitlimit setzt, wie lange du dich mit belastenden Inhalten auseinandersetzen willst. Wenn man auf Social Media ständig bedrohlichen und belastenden Inhalten ausgesetzt ist, dann führt es irgendwann dazu, dass man so ein Gefühl der Machtlosigkeit oder der Ohnmacht erlebt. Man schaut schlimmen Dingen zu und fühlt sich selbst wie eingefroren, also so, als könnte man gegen all das, was da passiert, überhaupt nichts unternehmen. Doch das ist nicht so. Jede und jeder von uns kann helfen auf unterschiedlichste Weisen. Dazu gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst 5 Euro von deinem Taschengeld spenden, nachschauen, welche Sachspenden gerade benötigt werden oder einen Spendenaufruf an deiner Schule, in deiner Familie oder im Freundeskreis machen. Du kannst was tun, du bist nicht machtlos. Und selbst wenn das alles für dich keine Option ist, kannst du trotzdem helfen und zwar dir selbst. Mach dich nicht fertig, wenn du emotional auf belastende Inhalte auf Social Media reagierst, denn damit bist du wirklich nicht alleine und das ist eine ganz normale Reaktion. Stattdessen blockier lieber Accounts, die verstärkt solche Inhalte posten. Und wenn dir jemand immer wieder sowas per WhatsApp schickt, weist die Person darauf hin, dass du sowas nicht haben möchtest. Kümmere dich um dich selbst und tu dir auch mal was Gutes. Das kann neben dem guten Gespräch oder Ablenkung auf Social Media auch der bewusste Konsum von guten Nachrichten sein, denn die gibt es nämlich auch noch. Es ist wirklich niemandem damit geholfen, wenn es dir durch deinen Social Media Konsum schlechter geht. In der Videobeschreibung habe ich dir einige gute Infoquellen zum Thema verlinkt und auch einen längeren Text zum Thema Krieg im Feed. Wenn du noch Anmerkungen oder Feedback für uns hast, dann schreib es uns gerne in die Kommentare oder lass uns ein Abo da.